Sogar der Mann aus Stahl wird ab und zu umgehauen. Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir 10 Charaktere, die Superman geschlagen haben. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste werden wir uns die Charaktere ansehen, die dem letzten Sohn von Krypton Bescheidenheit eingeprügelt haben. Sie haben ihn im Einzelkampf entweder durch Kryptonit, Magie oder einfach nur Stärke besiegt. Nummer 10. Orion. Er ist zwar der Sohn des berüchtigten Schurken Darkseid, aber dieser kosmische Held ist definitiv auf der Seite des Guten, auch wenn er manchmal temperamentvoll ist. Orion wurde auf dem friedlichen Planeten New Genesis aufgezogen und nicht auf seinem Geburtsplaneten Apokolips. Er war Teil der Bemühungen, Frieden zwischen den beiden Welten zu schaffen. Hier wurde ein mächtiger, wenn auch übellauniger Held. In einer Geschichte kommt Orion auf die Erde, da er glaubt, dass Hector Hammond sich in Supermans Unterbewusstsein versteckt hat. Orion sieht in Superman eine Bedrohung für das Universum und beginnt den Kampf mit einem unerwartet brutalen Schlag. Zum Glück schreitet Wonder Woman ein, Hammond wird aus Supermans Birne geschmissen und alles wird vergeben und vergessen. Nummer 9. Alfred Pennyworth. Ja, wir wissen, was du jetzt denkst. Batmans treuer Butler Alfred hat Superman verprügelt. Es klingt verrückt, aber es geschah in dem Injustice Gods Among Us Comic. In diesem alternativen Universum ist Superman böse und stattet seinem ehemaligen Verbündeten einen brutalen Besuch in der Bathöhle ab. Superman bricht Batman das Rückgrat, doch Alfred taucht auf und greift ein. Es scheint, als wäre das ein leichtes Spiel für Superman, aber Alfred hat temporäre Superkräfte durch eine experimentelle Droge. Er überrascht Superman mit einem harten Kopfstoß, bevor er ihn in den Boden rammt. Ein guter Butler ist nun mal auf jede Situation vorbereitet. Nummer 8. Wonder Woman. Sie sind Mitbegründer der Gerechtigkeitsliga und zwei der bekanntesten Helden im DC-Universum. Wonder Woman und Superman waren schon immer schnell Freunde und manchmal sogar mehr. Aber bei den wenigen Gelegenheiten, bei denen sie aneinander geraten sind, haben sich beide nie zurückgehalten. Wonder Womans magische Fähigkeiten und Waffen verschaffen ihr oft einen Vorteil gegenüber Superman, da er gegen Magie nicht immun ist. Diana ist auch überlegen durch ihr Training im Nahkampf und im bewaffneten Kampf. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie ihm bereits den Arm gebrochen und mit ihrem Diadem die Kehle durchgeschnitten hat. Nummer 7. General Zod. No. Kneel before Zod. Es gibt nur eins, das Superman in Bezug auf Stärke und Geschwindigkeit gleicht. Ein anderer Kryptonier. Er hat auch mehr Kampftraining und ist selbst für den Mann aus Stahl ein harter Gegner. I was bred to be a warrior, Cal. Trained my entire life to master my senses. Where did you train? On a farm? Was Zod wirklich die Oberhand verschafft, ist seine Fähigkeit, Supermans selbstlose Natur auszunutzen. Zod hat einen Vorteil im Kampf erzielt, indem er Geiseln genommen hat, manchmal sogar Lois Lane. Superman wurde dadurch gezwungen zu wählen, entweder den Kampf gewinnen oder Unschuldige retten. Natürlich stellt Superman das Leben anderer immer über sein eigenes. Nummer 6. Lex Luthor. Hello, Sunshine. Supermans größter Feind ist bereits mehrmals auf seinen Erzrivalen losgegangen, meistens mit einem massigen Roboterkampfanzug und einem Klumpen Kryptonit. Es ist zwar interessant, wie Luthor Superman physisch besiegt hat, aber es gibt eine noch brutalere Niederlage, an die wir denken müssen. In dieser Geschichte kandidiert Lex für den Posten des Präsidenten der USA und gewinnt. Er täuscht der ganzen Welt vor, er sei einer der Guten. Dies ist vielleicht Lex' abscheulichster Sieg über Superman. Ein direkter Angriff auf Supermans Wertvorstellung, dass die Menschheit es wert ist, beschützt zu werden. But as a precaution, I'd like to meet with Superman as soon as possible. It's time to bury our rivalry once and for all and work together for the good of mankind. Nummer 5. Shazam. Ähnlich wie bei Wonder Woman gibt die unglaubliche Stärke und Geschwindigkeit diesem Helden die Chance, Superman zu besiegen. Doch seine Magie macht ihn zu einer wahren Bedrohung. Die olympischen Götter gewährten Shazam alias Captain Marvel Kräfte, die die von Superman weit übertreffen. Besonders die magischen Blitze, die er benutzt, um sich zu verwandeln. Shazam!
Dieser scheinbar erwachsene Held ist aber tatsächlich ein kleines Kind. Es ist daher leicht zu verstehen, warum er bereits mehrmals manipuliert wurde, Superman anzugreifen. Superman hat auch gegen Shazams Erzfeind Black Adam gekämpft, der die gleichen Kräfte wie sein heroisches Gegenstück hat. Nummer 4. Muhammad Ali. Dieser Boxer ist zweifellos eine der größten Legenden der Sportgeschichte. Er hat einige unglaubliche Kämpfe gewonnen, aber welcher andere Boxer kann behaupten, Superman durch technisches K.O. geschlagen zu haben? Nachdem Aliens verlangen, dass der größte Champion der Erde gegen ihren eigenen Krieger antritt, kämpfen Superman und Ali gegeneinander, um zu bestimmen, wer die Erde repräsentieren wird. Superman werden zeitweilig seine Kräfte entzogen und Ali gewinnt. Der Mann aus Stahl geht nach einem Hagel von Schlägen direkt zu Boden. Danach schließen sich die beiden zusammen, um die einfallenden Aliens zurückzudrängen. Die ganze Geschichte wurde 1978 in einer Sonderausgabe veröffentlicht und 2010 neu aufgelegt. Nummer 3. Darkseid. Time and again I've beaten you, humbled you. What makes you think today's outcome will be any different? Man wird nicht zum despotischen Herrscher des Planeten Apokolips, ohne knallhart zu sein. Dieser einschüchternde Bösewicht hat die gleiche Stärke und Macht wie der Mann aus Stahl. Er ist einer von Supermans beeindruckendsten Gegnern und hat die Fähigkeit, Omega-Strahlen abzufeuern. Energiestrahlen, die Ziele verfolgen und diese beim Aufprall auflösen oder teleportieren können. Darkseid hat oft versucht, die Erde zu erobern, daher hat er sich bereits oft mit Superman angelegt. In einer epischen Schlacht besiegte Darkseid sogar Superman und ließ ihn in der Source Wall gefangen, der alten Struktur, die am Rande des bekannten Universums liegt. Time to die, Man of Steel. Nummer 2. Batman. Superman mag einer der mächtigsten Comic-Superhelden sein, aber mit ein wenig Planung kann er durchaus ausgeschaltet werden. In den vielen Showdowns zwischen dem Dunklen Ritter und dem Mann aus Stahl hat Batman bereits einige Male gewonnen. In der Regel liegt das an Batmans großer Auswahl an technischen Spielereien, seinem überlegenen taktischen Scharfsinn oder einfach an seinem Geld, mit dem er Kryptonit kaufen kann. Ihre berühmteste Konfrontation ist zweifellos der Showdown in The Dark Knight Returns. Ein schwer gepanzerter Batman, der ein wenig Kryptonit zur Hilfe hat, schlägt Superman zu Brei. I want you to remember that. I wanted to remind you to stay out of my way. In all the years to come, in your most private moments, I want you to remember the one man who beat you. Nummer 1. Doomsday. Wir haben festgestellt, dass eine Reihe von Figuren Superman ebenbürtig sind, doch seine bekannteste Niederlage ist eindeutig sein Tod durch die Hände des Monsters Doomsday. Diese gnadenlose Bestie aus Kryptons uralter Vergangenheit ist in der Lage, von den Toten zurückzukehren. Stärker als zuvor und unverwundbar gegen das, wodurch es beim letzten Mal getötet wurde. In der jetzt berühmten Supermans Todgeschichte kommt Doomsday auf die Erde und es folgt eine Schlacht. Als der Staub sich gelegt hat, sind sowohl Superman als auch sein Gegner scheinbar tot. Natürlich kommen sie beide wieder zurück, aber das bleibt Supermans berühmteste Niederlage. You did it, Superman. We're safe. All of us. Good. That's all that matters. Was hältst du von der Liste? Für noch mehr Top 10 Videos abonniere einfach WatchMojo Deutschland.